Was erreicht man in die FC 24 ohne FC Points Tag 78? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal, Freunde. Heute steht wieder einiges an. Gestern kam eine RTG-Folge, heute kommt eine RTG-Folge. Wir geben nochmal Vollgas und versuchen nochmal zu Future Stars Team 1 die ein oder andere nice Karte zu ziehen. Ich habe nochmal 25 Player Picks vorbereitet. Wir werden dann auch wieder die 5x84 Plus Packs grinden, die Doppel 85 Plus Packs. Und wir werden die neue Wundertüte öffnen. Da bin ich auch mal gespannt, was da so bei rauskommen kann. Ich habe da ein paar wirklich sehr, sehr nice Packs gesehen. Habt ihr die Wundertüte geöffnet? Wenn ja, dann schreibt mir gerne jetzt in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Würde mich interessieren. Da gibt es definitiv ein paar Karten. Da würde ich auch nicht Nein zu sagen. Sage ich euch, wie es ist. Wir wollen ja am Wochenende mal ein etwas anderes Team in der Weekend League zocken. Und irgendwas Spielbares für dieses Team würde ich auf jeden Fall sehr feiern. Gerne jetzt hier aus den Player Picks noch irgendeine Future Star Icon. Das wäre auch richtig, richtig cool. Ich habe es im letzten Video schon gesagt. Alle bis auf Crespo finde ich richtig, richtig gut. Crespo, ja, der ist auch gar nicht so schlecht. Aber was anderes wäre eine coole Nummer. Und wisst ihr, was auch cool wäre? Würde ich jetzt hier mal aus den Player Picks einen Walkout ziehen, oder wurde das Ding jetzt hier schon wieder gepatcht, dass man hier keine guten Karten mehr ziehen kann? Kommt mir zumindest bis jetzt gerade so vor. Ein Inform wäre auf jeden Fall auch noch was, was ich mitnehmen würde. Denn die 5x84 Plus Packs, die ich wirklich sehr stark finde, für die muss man auch immer einen Inform abgeben. Und Informs sind immer, ja, die sind immer nicht so oft am Start. Deswegen wäre es umso schöner, hier gleich einen aus den Player Picks zu ziehen. Ansonsten habe ich noch die Top-Partien gemacht. Die UEFA-Top-Partien habe ich gemacht. Und dann habe ich noch diese tägliche Future-Star-Aufgabe abgeschlossen. Also darüber auch noch einiges an Packs am Start. Alles tradable. Vielleicht ziehen wir darüber auch noch was. Ich habe auch wieder diese täglichen Upgrades gemacht. Tägliche Bronze-, Silber- und Gold-Upgrades. Und habe tatsächlich wieder aus den Silber-Upgrades einen Future-Star gezogen. War wieder kein guter, aber war Barrios. Immerhin, würde ich sagen. Und Bruder, was ist mit den Player Picks? Ich meine es komplett ernst. Was ist denn jetzt auf einmal hier mit den Player Picks los? Ah, es geht doch. Wirklich, man muss sich nur beschweren, Freunde. Wenn euch die RTG weiterhin gefällt, lasst an der Stelle einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen und supporten. Und falls du schnell meinen Kanal auch nicht abonniert hast, kannst du auch das natürlich sehr, sehr gerne nachholen. Und dann sind wir hier gleich durch. Trotzdem war die Beute eher mager, muss ich sagen. Also gestern im Video haben wir aus den Player Picks deutlich mehr guten Stuff gezogen. Heute ist es leider nur 89er Ruben Diaz geworden und ein 83er Edin Dzeko. Und natürlich machen wir hier auch direkt weiter im Programm bei den Zielen. Ich werde das 4x87 Plus Pack auf jeden Fall mitnehmen. Das werden wir dann zum neuen Future Stars Team ziehen. Das soll auch besser sein als das erste, habe ich gehört. Ansonsten bin ich hier noch am Grinden, dass wir hier fertig werden. Das wäre sehr, sehr cool, weil man bekommt da auch echt guten Stuff, muss man sagen. Und zwar ein 85 Plus mal 4. Es gibt neue Foot Champions Abschlüsse. Beziehungsweise das ist das nicht, sondern hier Foot Champions. 50 Siege muss man aus 4 Weekend Leagues holen, also im Schnitt gar nicht mal so viel. Und die Bonusaufgabe kann ich euch empfehlen, abschließen, aber erst zur neuen Season abholen. Wenn das Video rauskommt, ist die neue Season schon raus, also bringt der Tipp wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel, muss ich leider zugeben. Aber ihr wisst Bescheid. Und ansonsten haben wir hier auch wieder 3 weitere Packs am Start. Ich habe ja im letzten Video die Evo von Okafor angefangen und bin da jetzt auch fast durch. Mir fehlen nur noch 3 Spiele in Rivals oder Champions, und da wir heute die Weekend League Quali zocken werden, bietet sich das sehr, sehr gut an. Also es läuft alles nach Plan. Jetzt wird aber erstmal Dzeko Duplikat hier in 85 Plus Doppel Upgrade gepackt. So, Edin Dzeko ist schon mal in den ersten Teil des Doppel 85 Plus Packs gewandert, und jetzt haben wir hier richtig viele Tradable Packs, aber auch ein paar Untrade Packs, und die werden wir heute grinden, zusammen mit den 5 mal 84 Plus Packs und die Doppel 85 Plus Packs, wie gesagt. Und dann sollten wir da auf jeden Fall auch wieder gut was an Karten reinbekommen in den Verein. Das läuft auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich will nämlich auch wieder richtig viele Player Picks fürs zweite Future Star Team aufsparen, denn ja, ich bin da ganz guter Dinge, dass wir eventuell aus den Player Picks dann zum neuen Team vielleicht mal 1, 2 neue Karten ziehen können. Letzte Woche habe ich ja auch zum Future Star Team einiges an Packs gezogen, und das war relativ erfolgreich.
erfolgreich. Ich habe, glaube ich, 5 Future Stars gezogen. Es waren nicht die besten, aber es funktioniert anscheinend. So, Knapri aus dem nächsten Pack nehme ich natürlich auch mit. Die Packs, die wir jetzt hier gerade am Start haben, das sind jetzt auch nicht die aller besten oder so. Aber wenn wir gleich was aus den Tradable-Dingern ziehen, dann hat sich natürlich einigermaßen gelohnt. Und generell, ich sage es ja auch immer wieder, nehmt jede Woche die Top-Partien mit oder alle Packs, die tradable sind, weil meistens muss man da weniger reinstecken, als man rausbekommt. Und damit haben wir auch das erste Doppel 85 Plus Pack für heute abgeschlossen. Die Dinger lohnen sich meiner Meinung nach auch echt relativ gut, weil man halt eben auch immer noch 2 tradable Packs dafür zurückbekommt. Und bei Doppel 85 Plus hat man natürlich auch keine so schlechten Chancen, da ein paar High-Rated Karten zu ziehen. Wisst ihr, was mich schon immer mal interessiert hat? Wie viele unnötige Verträge habe ich bitte schon im Verein gespeichert? Hier übrigens Arda Güler wurde verkauft, sehr, sehr nice. Also das war auch eigentlich nicht garantiert, dass der weggeht. Verbrauchsobjekte, Verträge. So, wir haben 145 seltene Verträge, könnten die für 9000 Münzen discarden. Okay, das ist nicht so viel. 753 und 462 tradable Verträge, 14k. Naja, es ist nicht wirklich der Rede wert, aber ein bisschen was wäre es definitiv. Und so viele Verträge brauche ich ja eigentlich gar nicht. Also, das könnte ich mir eigentlich echt mal überlegen. Falls die Coins mal in nächster Zeit knapp werden sollten, kann ich das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Gerade auch so, ja, Chemistry Styles und so weiter und so fort. Das werdet ihr da draußen wahrscheinlich auch mehr als genug im Verein haben. Kann man natürlich auch mal hier und da verkaufen. Ein paar Chem Styles sind ja auch ein bisschen was wert. Also vielleicht muss ich da auch mal komplett meinen Verein ausmisten. Vor allem auch, ja, solche Vereinsobjekte, Vereine, Trikots und so weiter und so fort. Da gibt es so viele Trikots und Zeug, wo du eigentlich nicht denken würdest, dass das was kostet. Aber ich glaube, da kann man teilweise echt gut Münzen rausholen. Und Münzen rausholen will ich jetzt hier auch aus diesen angesparten bzw. abgeschlossenen Top-Partien und so weiter und so fort. Ich würde sagen, ich ziehe die erstmal weg, weil die jetzt nicht so super interessant sind. Sollte aber jetzt gleich mal im Laufe was bei rauskommen, dann zeige ich euch es natürlich. So, wir gehen rein. Doppel 85 Plus Pack. Ich habe alle Packs verzogen, die tradable waren. Ist was rausgekommen. Leider absolut gar nicht. Jetzt müssen die Packs regeln. Oh mein Gott! Es ist Frankie de Jong. Ich habe den Walkout gesehen und ich musste irgendwie von der Seite sofort an Kevin de Bruyne denken. Schade. Das Ding ging nach hinten los. Über eine 91 hätte ich mich nämlich ehrlich gesagt ein bisschen mehr gefreut. Schade. Aber egal. Wir haben heute noch weitere viele Chancen, gute und hochbewertete Karten zu ziehen. Ich hoffe ja immer noch auf irgendeine Icon. Das wäre so cool. Aber ein Rafael Leao nehme ich auch sehr gerne. 86er Walkout. Ja, aus so einem Pack ist auf jeden Fall vernünftig. Und keine Ahnung, was ich mit dem abschließen soll, ehrlich gesagt. Okay, ich werde den in einen Inform-Pick packen. Dadurch muss ich jetzt hier nicht so viele 83er reinstecken und den Inform brauchen wir auch gleich wieder fürs 5x84 Plus Pack. Weiter geht's im Programm. Wir haben noch ein paar Packs am Start, die wir aus den Tagesspielen und so weiter und so fort bekommen haben. Das war richtig gut. 85, 83 aus dem Doppel 81 Plus Pack. Davon haben wir nochmal eins. Darf gerne ähnlich hoch bewertet sein. Glaube ich aber nicht. Ja, 84, 83 ist auch in Ordnung. Und ich frage mich gerade, wie oft kriegt man denn diese Packs, die für einen so vorbereitet sind. Okay, anscheinend nicht ganz so oft. Dann werde ich da wohl fürs Erste nicht mehr vorbeischauen müssen. Weiter geht's. Doppel 83 Plus. Leider auch hier kein Walkout. Ich würde echt gerne nochmal einen Future Star sehen. 2 83er im Doppel 83 Plus. Das ist nicht das, was wir sehen wollen. 84 Plus ist auch kein Walkout. Boah, warte. Ja doch, Kim in Cha. Ja, okay. Alles gut, bei der Flagge muss man auch immer sofort an Son denken. Und dann gehen wir noch rein ins 3x83 Plus. Das war ein Walkout, oder? Italien, ZDM, Tonali. Let's go, es geht doch. Tonali, immerhin aus dem letzten Pack haben wir noch einen gezogen. 86, 84, 83, damit kann ich leben und damit kann ich reingehen in die nächsten SBCs. Wir machen weiter mit dem Inform-Pick, den ich eben mit Rafael Leao angefangen habe. Hoffen wir mal auf einen hochbewerteten Inform und es wird... was? Es wird Haaland. Digga, ich habe schon komplett abgeschaltet nach den ersten 2. 92er Haaland Inform? Es ist sein erster Inform. Ich frage mich gerade, wie teuer der ist. 3 Sterne Skills. Er wird jetzt nicht der aller teuerste sein, aber das ist eigentlich krass. Kostet
300 bis 400k. Das ist crazy, wirklich. 92 plus 92er Inform. Ja moin, den werde ich auf jeden Fall nicht abgeben. Für so ein 84x5, das wäre komplett wasted. Was sehe ich hier? Ja gut, dann müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal ein paar Inform-Picks machen. Aber das war gerade schon wirklich sehr, sehr stark, Alter. Hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. So, wir gehen erstmal rein ins erste 5x84-Plus-Pack. Vielleicht ziehen wir ja auch einen Inform. Dann würden wir uns auch ein bisschen was sparen. Das wäre natürlich der absolute Jackpot. Ein Inform und 4 Walkouts. Irgendwie so. Da würde ich nicht nein sagen. Wir gehen rein. 5x84 plus. War das kein Walkout? Spanienstürmer. Aspas. Boah, nee, EA. Nee, was macht ihr mit mir? Weiter geht's. Wir schließen das nächste Doppel 85 plus Upgrade ab. Kann man ja dreimal pro Tag mitnehmen. Die werde ich natürlich auch fürs neue Future Star Team grinden, beziehungsweise einige davon mitnehmen. Allerdings jetzt auch nicht übertrieben viele. Ich will jetzt auch nicht für jedes Freitag-Event irgendwie mehrere hunderttausend Coins dafür wegballern. Wir haben nämlich in letzter Zeit genügend Coins gewastet, muss ich sagen. Aber ja, Stand jetzt weiß ich noch nicht, ob Tell im zweiten Future Star Team drin sein wird. Aber ich hätte natürlich unnormal Bock auf die Karte, aber der wird auch safe so unfassbare Werte bekommen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass man sich den am Ende als RTG-Spieler sowieso nicht leisten kann. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Deswegen erstmal abwarten, Freunde. Erstmal abwarten. Wir gehen rein. Nächstes Doppel 85 plus Future Star Ding Dong. England, rechter Flügel. Saka und komm, bitte sei einmal eine gute Karte. Es ist sogar Miet. Bitte sei einmal eine richtig gute Karte. Future Stars. Bisak, den habe ich schon. Der ist auch eigentlich echt nice von den Stats und ich finde ihn eigentlich auch zu günstig, aber ja, ich habe ihn schon. Ich habe ihn schon. 14.000 Münzen, Mann, was ist das denn? Der hat doch heftige Werte, ist 1,96 groß, also in-game ist der wirklich auch ein Monster. Und wie teuer ist bitte dieser Winter Wildcard 87 Plus Pick? Echt teurer, als ich gedacht hätte, ehrlich gesagt. So, das 85er Team habe ich aber schon mal erledigt jetzt durch den Bisek Future Stars plus 2 87er und noch einige weitere Karten. Ich bin skeptisch, ob sich das Ding lohnt, aber wir testen es natürlich. Wir müssen es testen. Letztes verfügbares Doppel 85 Plus Upgrade ist am Start und ich sag's euch, Freunde, das Pack ist es. Das Pack ist es. Davon haben wir alle geträumt. Dieses Pack verändert alles, was ihr jemals gesehen habt. Ich meine, wir haben gerade schon einen Future Star gezogen. Da wird jetzt aber kein Future Star drin sein. Da wird eine Future Star Icon drin sein und zwar keine schlechte. Also, sowas hast du noch nicht gesehen. Und dann ziehen wir das Ding in 3, 2, 1, let's go. Und es ist ein Inform. Nehme ich trotzdem gerne. Frankreich, linker Flügel. Terrier? Oder, nee, es ist Le Sommer mit einem 87er Rating. Auch sehr, sehr hoch bewertet. Nehme ich mit, ist gut. Es sind zwei Informs. Als hätte uns EA irgendwie gehört, dass wir Informs brauchen. Danke dafür. Nehme ich. Weiter geht's mit zwei Inform-Picks. Die habe ich schnell abgeschlossen. Dann habe ich nämlich genügend Informs für einmal die Wundertüte und für die 3, 5x84 plus Packs. Gib mir jetzt nicht noch mal Haaland oder so. Danke. Das ist schon mal gut, weil sonst muss ich wieder einen Inform-Pick machen. Und hier ziehen wir ja Mkhitaryan. Grüße gehen raus an Leon Lions, die Legende. Ibanez sieht auch krass aus eigentlich mit 89 Tempo und Sergi Roberto, den nehmen wir fürs Rating. Let's go, erstes 5x84 plus ist abgeschlossen. Dauert heute alles seine Zeit, aber es wird sich bestimmt lohnen. Schauen wir mal, ne? Schauen wir mal. Wir gehen rein, haben jetzt hier erstmal wieder ein paar Tradable Packs am Start. Also man kann aktuell wirklich gut Packs grinden, muss ich sagen. Also ich nehme jetzt hier auch schon bald eine Stunde auf, bin jetzt hier schon bald eine Stunde mit Packs abschließen und so weiter und so fort beschäftigt. Das ist auch eigentlich genau das, was ich am liebsten mache. Also einfach Packs craften, dann wieder die Karten woanders reinstecken und damit dann wieder auf neues
Pack-Luck hoffen. Und ich hoffe, dass es sich gelohnt hat, bis zu den 5x84-Plus-Packs zu grinden und dass wir da vielleicht im ersten direkt was Gutes ziehen. Schauen wir mal, ne? Ansonsten nehme ich natürlich auch die ganzen Tradable-Gold-Karten wieder mit. Immer auf die Transferliste packen und dann wieder runterholen und in Player-Picks oder so reinpacken. Ich weiß nicht, wieso ich das jetzt erst seit kurzem mache, weil eigentlich ist sonst meine Transferliste auch immer frei. Ich spiele die RTG ja ohne Trading. Umso easier ist es dann, die Transferliste zu verwenden. Wir gehen rein. Das ist auf jeden Fall... Oh, das ist gut. Das ist Hegerberg. Es ist aber nur Hegerberg. Weiß ich nicht. Ist okay. Aber mehr auch nicht. Denn dahinter ist nichts wirklich Brauchbares. Weiter geht's. Pack Nummer 2, 5x84+. Ich will noch mal einen Future Star sehen. Ich will noch mal einen sehen, den wir vor allem noch nicht im Verein haben. Ich habe nämlich wirklich jeden schlecht mittlerweile im Verein. Es ist ein Walkout, es ist aber kein Future Stars. Es ist Tonadi. Double muss, Double muss. Es ist ein Double. Sehr schön. 86er Tonadi. Und Spieler Nummer 2, Kevin De Bruyne. Erling Haaland, Courtois, Lewandowski, es ist Bernardo Silva. Ist okay. Nehme ich mit, gutes Rating, passt. Und mit den Karten kann ich jetzt auch den Pick fertig machen. Und ich merke gerade, das war tatsächlich schon das letzte 5x84+. Also irgendwas habe ich da wohl verpasst. Gut, passt aber. Dann können wir jetzt hier, wie gesagt, das Ding fertig machen. Let's go, wir gehen rein. Ich gebe hier wahrscheinlich auch mehr ab, als ich müsste. Aber wir gehen rein. 87+ Wundertüte. Drei Karten sind drin. Team of the Group Stage, Winter Wildcard oder Versus. Ich hätte übelst Bock auf Puteas. Würde auch perfekt fürs Weekend League Team passen. Aber werden wir die ziehen? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Probieren tun wir es aber. Und wenn wir jetzt noch die Irene Paredes Schablone verwenden, dann kann da doch eigentlich nur Puteas bei rauskommen. Der Pick müsste offen sein. Wir gehen rein ins Stat Reveal. Ich bin sehr gespannt, ob sich das gelohnt hat. 82 Physis sieht schon mal echt gut aus. 66 Def, 89 Dribbling ist solide, aber nicht crazy. 81 passen, 86 schießen. Es sieht nach einer echt soliden Karte aus. Weiß ich nicht. 5 Spielstile versus Ice. Es ist the one and only Bobby Firmino. Ist an sich eine coole Karte. 5-Star Skills, aber auch nichts, was jetzt weltbewegend ist. Dann wird's halt Spieler Nummer 2. Wir gehen rein. Spieler Nummer 2. Oh, ich dachte gerade Torhüter. 82 Physis. Okay. 73 Def. Das ist Puteas. Habe ich jetzt einfach nur so gesagt. 87 Dribbling. Das ist niemals Puteas. 87 passend. 83 Schuss. Auch irgendwie fast die gleiche Karte wie Firmino, aber auch nicht super nice. Es ist wieder eine Eiskarte. Wer ist das denn? Isco. Weiß ich nicht. Nee. Dann muss jetzt der letzte Spieler tatsächlich retten. Also, nee. Und ich glaube, das wird nicht passieren. Oh, ich hab's absolut gechinkst. Wir haben den Torhüter. Radetzky. Oh mein Gott. Roberto Firmino wird's dadurch. Ob der was kostet? Niemals, oder? Er kostet sogar ein bisschen was. Nee, er kostet eigentlich gar nichts. Das Ding ging nach hinten los. Schade. Und damit, Freunde, wird's Zeit, dass wir uns der Weekend League Quali widmen und uns die letzte Version von Okafor erspielen. Dann hat er nämlich eine 90. Sieht echt knackig aus. Und dafür müssen wir nur noch 3 Spiele überhaupt machen. Wir müssen sie, glaube ich, nicht mal gewinnen. Und wir machen jetzt einen kleinen Weekend League Test. Wir spielen das Team so, wie ich es am Wochenende spielen will. Eventuell kommen da nochmal ein, zwei Karten dazu. Je nachdem, müssen wir mal schauen. Aber Svava kommt dafür auf die Linksverteidigerposition und Kunda Nanji kommt in den Sturm. Dann switchen wir das so rum. Und eigentlich dachte ich, das ist dann auf voller Chemie. Mbappé ist auch nicht voll. Ja, das ist ein Problem. Aber mit dem Manager sollten wir noch easy was rausholen können. Und ich muss mir jetzt hier erstmal einen Manager snipen. Seit wann sind denn französische Manager auch nicht auf dem Markt? So, wir haben eine gesniped. 5000 Coins für Razzinell. Die wird die Männer da voranpeitschen. Oder so. Und mit der richtigen Liga ist das Team dann auch auf voller Chemie. Okafor wird bei seiner letzten Stufe dann automatisch die volle Chemie haben. Gefällt mir gut, gefällt mir gut. Wir packen natürlich auch noch die guten Karten hier auf die Bank. Kaká, Euse und eventuell noch einen Davis.
Definitiv. Und dann gefällt mir das sehr, sehr gut. Ich bin echt gespannt, wie Kunda, Nanji und Okafor im Sturm performen werden. Über außen spiele ich Mbappé und George Best. Let's go. Wir gehen rein ins erste Spiel. Erster Gegner sieht mehr als machbar aus. Das Team sieht schon ein bisschen in die Monate gekommen aus, um das mal so zu sagen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die drei Neuzugänge performen. Svava, Okafor und vor allem Kunda Nanji, die Legende. Die teuerste Fußballerin aller Zeiten, was die Transfers angeht, war erst vor ein, zwei Tagen in den Schlagzeilen für ihren Wechsel. Und da haben mich auch richtig viele Leute markiert, mir das voll viele geschickt. Kunda Nanji ist auf jeden Fall auch eine kleine RTG-Legende. Ja, da ist er doch. Kunda Nanji ballert das Ding rein zum 1-0. Ich glaube, die ist wirklich gut. Ohne Spaß. Tripling, ja, könnte ein bisschen höher sein, aber 90 Physis. 5-Star Weakfoot, also insgesamt sieht schon gut aus. Cafu, Mbappé, da ist Kunda Nanji. Maschine, wirklich. Mbappé zum 3-0. Und der Gegner holt sich gerade noch eine rote ab, wenn ich das richtig sehe. Alles klar. Und da ist auch der Quit. Wir stehen 1-0. Kunda Nanji schon mal mit einer guten Show am Start gewesen. Weiter geht's. Spiel Nummer 2. Okay. Claudia, Güler, Rodri. Schickes Team, muss ich sagen. Oh, der Gegner kann echt gar nicht verteidigen, muss man sagen. Kunda Nanji 1-0. Und Kunda Nanji wird hier komplett von den Beinen geholt. Und auch der Gegner hat, glaube ich, gerade eine rote Karte bekommen. So ist es. Mbappé. Junge, was eine Kiste. Und auch der Gegner quittet direkt. Spiel Nummer 3 geht gerade sehr schnell und ist auch kein schlechtes Team, aber ist auch jetzt nicht das Allerheftigste, ne? Oh, Kunda Nanji macht es überragend, schnappt sich den Ball. Und die ist jetzt natürlich schnell unterwegs und schiebt 1 zum 1 zu 0. Richtig gute Karte bis jetzt. Boah, was? Wie kriegt denn Lever rein? Lever, die Legende, ey. Der hat auch lange für uns gespielt. Oh ja, Kunda Nanji mit der nächsten Hütte. George Best, Kunda Nanji und auch Okafor darf eine Hütte schießen. 3-1, nächste Pause, die angemeldet wird. Und auch der Gegner quittet. Damit haben wir die ersten drei Spiele erledigt. Und damit haben wir jetzt die 90er Okafor-Karte fertig. Ich bin sehr gespannt, wie er sich spielen lässt bis jetzt. Kunda Nanji hat ihm auf jeden Fall die Show gestohlen. Also ich habe nur sie gerade gesehen, ehrlich gesagt. Aber da ist der gute Mann. 90er und der sieht dann auch nochmal deutlich besser aus mit 98 Tempo. Was ist das denn? Die Ingame-Stats von Okafor übrigens auch extrem krass mit einem Finisher. Chemistry-Style bekommt man auch den Schuss nochmal gepusht und 99 Sprungkraft. Das muss ich auf jeden Fall mal testen, weil er hat halt jetzt auch noch den Power-Kopfball. Ist mit 1,85 auch nicht der kleinste, also da bin ich mal sehr gespannt. Let's go, wir gehen rein. Spiel Nummer 4 bis lang ist das echt entspannt. Der Kollege hat schon den Brian hochgespielt. Den will ich ja wahrscheinlich auch noch hochspielen. Ich glaube, das ist echt eine nice Karte. Mbappé 1-0. Da ist er. 98 Tempo. Fühlen die sich wirklich an wie 98? Irgendwie nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Aber ich muss den jetzt auch erstmal eine Weile testen. Ja, da ist er. Okafor macht er gut. 2-0. Boah, macht er gut, der Gegner. Anschluss. Okafor ist auf und davon. Kunda Nanji nochmal rüber zu Best. Richtig schön sweaty. Oh ja, Kunda Nanji zündet den Turbo. Macht sie sehr gut. 4-1. Und da ist der Rage Quit. Wir stehen 4-0. Weiter geht's ins nächste Game. Okay, der Mann hat sich hier für den Bayer entschieden in der Verteidigung. Oh, Alaba kommt da vorne irgendwie an den Ball nach einer Ecke. Macht es richtig, richtig gut. Ja, Okafor. Komm, den muss er jetzt aber auch machen. Er macht ihn 2-0. Diese Svava, Linksverteidigerin, die ich hochgespielt habe, die Evo, die ist auch krass, muss ich sagen. 5-Star Skills noch dazu. Verteidigungsstark ohne Ende, also gefällt mir extrem gut. Zum Glück habe ich in der letzten Folge Alfonso Davis abgeschlossen. Ja, wieder der Ball auf Okafor. Er ist halt wirklich ziemlich groß und holt den Elfmeter raus. Komm, Junge. Matthäus links oben. Er sitzt. Und das ist der nächste Gegner, der quittet. Wir stehen 5-0. Bully Esports heißt
der Typ hier, aber meistens sind es dann keine E-Sportler, aber okay, das sieht schon, ja, okay. Ja, okay. Ja, Okafor 1-0, den ballert er richtig gut rein. Ah, unnötiger Elfmeter. Und ja, gut, der war nicht schlecht geschossen. Kimmich auf Okafor auf Mbappé 2-1. Und der Gegner quittet, oh mein Gott, in der 45. Minute. Einige Zeit später, wirklich der Typ, wie der gespielt hat. Alter, ich bin übel froh, dass er gequittet ist. Wirklich so ein geiler Typ, Mann. Wir machen weiter. 4 Spiele haben wir noch. Das sieht auch wieder echt gut aus. Was ein Pass von Kanté. Das Platz für Okafor. Let's go. 1-1. Hochverdient, Alter. Wirklich. Also gegen was für einen Typen ich hier gerade spiele. Ich könnte das als einzelnes YouTube-Video hochladen. Der Typ beschreibt einen Großteil der FIFA-Community perfekt. Ich verstehe auch nicht, was in den Köpfen von solchen Leuten abgeht, dass man wirklich sein ganzes Leben darauf ausrichtet, dem Gegner so viel, also so wenig Spaß wie möglich zu bereiten. Es geht nicht in meinen Kopf rein. Perfekt, Baldidi mit einem dicken Fehler und das Spiel ist durch. Kein Kommentar, Alter. Wir sehen uns im nächsten. So, wir gehen rein ins nächste Game. Ich muss mich erstmal ein paar Minuten beruhigen. Ich habe mir nämlich vor Jahren schon geschworen, nie wieder den Controller zu werfen oder sonst irgendwas, weil es das einfach nicht wert ist. Aber wie der Typ gerade gespielt hat, das war wirklich crazy. Immer in der Abwehr rumgespielt, 70% Ballbesitz. Erst gespielt, wenn ich angegriffen habe. Also lauter so Käse, wirklich. Man kann sich sowas nicht geben. Da will ich nicht mehr drüber reden. Wir gehen rein ins nächste Game. Wir haben noch 3 Spiele vor uns und die will ich im besten Fall natürlich gewinnen. Aber das gegnerische Team sah sehr, sehr knackig aus. Ja, starker Pass. Okafor auf Mbappé. Macht er richtig gut. 1-0. Hier ist viel Platz für Kunda Nanji. Da unten geht Mbappé mit. Der Pass war aber nicht gut. Aber Okafor bekommt das Ding. 2-0. Gegner meldet die Pause an und wir sind wieder back. Mit 7-1 gehen wir damit rein in die letzten 2 Games. Okay, Pop Team of the Year. Die ist stark. Die hat mich schon das ein oder andere Mal auseinandergenommen in dem Spiel. Kunda Nanji. Ja, Mbappé. Über Umwege. 1-0. Okafor. Schöner Pass. Auf Kunda Nanji. Und den ballert sie richtig stark rein. Oh ja, auch wieder ein starker Pass. Auf the one and only Kunda Nanji. Sie ist die Beste, ehrlich. Swawa. Ey, die ist so krass. Spielt euch die Swawa hoch. Die ist wirklich echt zu empfehlen. Ich finde sie extrem stark auf links. Und der Ball geht zu Okafor. Und der mit dem 4-0. Gegner, du darfst auch gerne quitten, aber sieht nicht danach aus. Okafor, Kunda Nanji, 5-0. Swawa mit dem perfekten Ball in die Schnittstelle auf Dreckig zu Okafor, 6-0. Oh ja, das sieht gut aus. Kunda Nanji 7-0. Freunde, wir sehen uns im nächsten und letzten Game. Das hat hier keinen Wert mehr. So, letztes Game für heute. Überraschung, ich habe das letzte tatsächlich noch gewonnen. Aber ja, jetzt hier Spiel um die 9 Siege. Das sah schon sehr knackig aus. Das Team könnte eklig werden. Starkes Ding. George Best nimmt den richtig gut. 1-0. Kunda Nanji, George Best. Da ist Okafor. Das hat er richtig gut gemacht mit seinem schwachen linken Fuß. Okafor, Mbappé, let's go, 3-0. Und ich glaube, der Gegner hat seinen Controller eingeklemmt. Also ziemlich sicher sogar. So erfolgreich die 90 Minuten auch in diesem Spiel abgesessen. Grüße gehen raus und damit sind wir durch mit der Weekend League Quali. 9 Siege sind es am Ende geworden. Nehme ich auf jeden Fall mit, das geht klar und dafür bekommen wir auch ein paar solide Rewards. Playoffs Rang 2, 55, 45 und 2 kleine seltene Gold Profi Packs und natürlich die Weekend League
dürfen wir am Wochenende auch mal wieder spielen. Da freue ich mich doch drauf, Freunde. Da freue ich mich doch drauf. Wir gehen rein in die Packs. Ich habe noch das 87 plus mal 4 abgeholt. Ich habe euch ja im Video gefragt von gestern, welches Pack ich nehmen soll. Und die Meinungen sind da so 50-50 gewesen. Ich denke mir jetzt aber irgendwo, wenn ich das 20x84 Plus zum zweiten Future Star Team ziehe, dann ziehe ich wahrscheinlich Future Stars, aber wahrscheinlich die schlechtesten. Und wenn ich das 4x87 Plus nehme, dann habe ich halt wenigstens die 87er garantiert. Deswegen habe ich mich jetzt fürs 4x87 Plus entschieden. Und ich habe das auch deswegen ausgewählt, weil wenn man das nicht auswählt, dann kriegt man die Karte, beziehungsweise das, was ganz vorne ist bei den Zielen. Und das wäre der 92er Bergkamp gewesen. Und den will ich auf keinen Fall haben. Deswegen habe ich das noch ausgewählt. Das ist mir zum Glück noch eingefallen. Ich hätte es wirklich fast vergessen. Das hätte mich komplett gebrochen, wäre ich da mit einem 92er Bergkamp am Ende rausgegangen, statt mein Futterpack. Also das wäre wirklich echt böse gewesen. Wir gehen rein. Wir haben ein 45 und ein 55k Pack. Komm, gib mir wenigstens einen einzigen Walkout, dann bin ich zufrieden. Deutschland ZOM. Ist das Musiala? Es ist Musiala. Let's go. Es ist der Walkout, von dem ich gerade gesprochen habe. Damit bin ich zufrieden. Den packen wir auch auf die Transferliste. Alle anderen weiteren Karten packen wir in den Verein und Duplikate nach oben. Und dann sind wir auf jeden Fall gut gewappnet, was das zweite Future Star Event angeht. Bis dahin werde ich auf jeden Fall Player Picks und weitere Packs ansparen. Dann wird es auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und zum Abschluss haben wir auch im 55k Pack leider keinen High-Rated Spieler mehr drin. 83er Willi Orban. Svava ist hier noch am Start. Die Goldkarte. Also wirklich, macht die, wenn ihr am Überlegen seid. Also ich finde sie unfassbar gut. Lässt sich extrem stark spielen, muss ich sagen. Also kann ich euch wärmstens empfehlen, die gute. Und dann würde ich sagen, soll es gewesen sein von der heutigen Folge. Wenn euch das Ding gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir haben hier noch ein Leihspieler-Pack, die liebe ich ja über alles. Lena Oberdorf muss leider gehen. Und dann würde ich sagen, Freunde, ja, checkt hier noch ein aktuelles Video ab. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's dann gut, haut rein und ciao.